Fortsetzung. Diese Metapher genügt, uns daran zu erinnern, dass das Sprechen auch in seiner extremsten Abnutzung seinen Wert als Tessera behält. Selbst wenn mit ihm nichts mehr kommuniziert wird, repräsentiert der Diskurs das Vorhandensein von Kommunikation. Selbst wenn er das Offensichtliche verleugnet, bejaht er, dass das Sprechen Wahrheit konstituiert. Selbst wenn er darauf abzielt, zu täuschen, spekuliert er mit dem Vertrauen auf das Zeugnis, das er ablegt. Der frühe Lacan verwendet auch immer noch das Wort Wahrheit. Der späte lenkt ein in die Beliebigkeiten des heraklitischen Partikularismus. Es folgt, zudem weiß der Psychoanalytiker besser als irgendjemand sonst, dass es hier darauf ankommt, welchen Teil dieses Diskurses der bezeichnende Ausdruck anvertraut wird, und er verfährt im Idealfall folgendermaßen.